möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen. Man kann die allgemeinen Nachrichten nicht mehr einfach so bringen. Man muss eine Überschrift liefern. Und die heißt halt Verblödung. Nicht die Verblödung der Regierung, sondern die Verblödung der Massen. Sie nehmen einfach nicht ernst, was ihnen angeboten wird. Wir haben zum Beispiel 10 Jahre lang dieses Thema in den Medien mit unserer Natur. Früher, als ich noch Kind war, wurde mir in der Schule beigebracht, wie Wolken aussehen und welche Funktion sie haben. Immer hatte das aber etwas mit Natur zu tun. Heute haben wir Geografie am Himmel. Und das interessiert niemanden. Obwohl die NATO uns eben diese 10 Jahre mit ungeheuren Gesundheitsmitteln hilft, ihnen zu gehorchen. Was in den Chemtrails ist, ist mir egal, es betrifft alle. Aber gesund ist es nicht, weil es von Gott nicht vorgesehen ist, dass die Wolken in gerader Linie mit geografischen Mustern, geometrischen Mustern, kann man sagen, es hat doch was mit Geografie zu tun, gebildet werden. Heute werden sie hergestellt, um Projekte der privaten UN zu realisieren. Das hat etwas damit zu tun, dass man uns Menschen disziplinieren will, gesundheitlich auf ihre Agenda vorbereiten. Das hat etwas damit zu tun, dass die Pflanzen nicht mehr wachsen können, weil zu viele Wolken am Himmel sind. Und es steht in der Zeitung, in den Mainstream-Medien, in Spanien und in England. Und immer noch interessiert das niemanden, weil sie einfach akzeptiert haben, dass jemand, also irgendjemand da oben, sich mit ihrem Schutz befasst. Irre. Gut, das hat aber tatsächlich etwas zu tun. Eigentlich müsste man hier nicht das Bild der Wolken zeigen, sondern so ein Bild, wie jemand an deinen Geldbeutel schneidet, damit du ärmer wirst und die World Economic Truppe reicher. Die Geschichte CO2 ist natürlich komplett gefälscht. Und hier haben wir mal ein wunderbares Beispiel zur Wirkung von CO2. Wir haben ganz links den normalen CO2-Gehalt der Luft. Das heißt Part per Million. Man denkt ja nicht, dass das Kilogramm sind. Im Normalfall wächst es wenig. Wir haben rechts daneben das Dreifache. Es wächst etwas mehr. Wir haben weiter daneben das Achtfache. Und es wächst wieder etwas mehr. Und wir haben ein knappes 0,5% ganz rechts. Und es wächst wie verrückt. Das wird genutzt in den Gewächshäusern,
zum Beispiel bei Tomatenzucht oder Gurken oder so weiter. Es ist also von Vorteil für die Erde, es würde wie verrückt wachsen, wenn wir ein bisschen mehr hätten. Wir hatten im amerikanischen irgendwas mit Kongress eine Befragung, und da stellte ein Journalist die Frage, wie viel CO2 in der Luft ist. Sie einigten sich dann im Podium auf 5%. Also 5000 ppm. Nein, 50.000 ppm. Also keiner von denen, die das Ganze veranstaltet und die das Geld aus den Taschen der Leute ziehen wollen, weiß überhaupt, dass CO2 nur zu 0,04% in der Luft ist und schon immer. Es gab mal viele Zeit zurück etwas mehr, kann man nicht ernst nehmen, ja, weil die Leute sowieso nicht bemessen können, wann was war. Die ganzen Datierungen sind ja alle gefälscht. Also wir haben hier die Rolle des CO2. Mittlerweile klar ist, dass die Masse der Wissenschaftler nicht so bescheuert ist. Aber in den Mainstream-Medien wird den Menschen vorgemacht, dass 97% der 100 zugelassenen ja, Experten der Meinung sind, es gibt eine Klimaveränderung. Nein, Klimaveränderung gibt es immer, eine Gefahr durch Klima. Die gibt es natürlich nicht, weil den 100 Leuten, knapp 100 Leuten, die zur Agenda gehören, Tausende Mitarbeiter der Wissenschaften anderer Meinung sind. Weil das nun mittlerweile politische Auswirkungen hat, weil man diese Heizungen da verbieten will, ja, also die umweltfreundlichste Heizung ist natürlich nicht Gas, die ist immer noch Holz. Weil Holz wächst, verbraucht CO2, verbrennt, schafft CO2. Also ein interner Kreislauf wäre das. Ohne überhaupt in der Umwelt eine Rolle zu spielen. Das Gas ist die zweitbeste Klimabilanz nach den Richtlinien, die sie heute haben. Ja, die sind nicht bewiesen. Es ist alles nur Theorie. So wie alles, was uns umgibt, immer Theorie ist, aber als Wahrheit verkauft wird. Also wir haben jetzt in Berlin Probleme. Innerhalb des Parteienbündels, was jetzt regiert, da sah es so aus, als ob die FDP nicht so richtig zufrieden ist mit Habecks Maßnahmen, die natürlich ein Ziel haben. Ja. Sie haben das Ziel, Geld zu scheffeln. Ist aber alles ein bisschen zu schnell, zu hektisch, zu dumm, und es wird nicht Realität werden. Aber heute muss man natürlich die FDP beruhigen, und da bestellt man eine Umfrage innerhalb der FDP. Wie sie das rauskriegen, weiß ich jetzt nicht, das ist auch nicht wichtig. Und da kriegen wir raus, dass die Mehrheit der FDP-Wähler für das Gasverbot ist. Also gut, ja. Gefällt mir. Das Schlimme ist nur dann, dass es die Bevölkerung glaubt. Und das hat ja nicht nur den einen Zweck, Geld aus unserer Brieftasche zu nehmen. Nein, sie wollen uns in Abhängigkeit bringen. Von ihnen. Und da kommt nicht umsonst jetzt einen
eine Information über die Amerikaner. Bei uns ist es noch nicht angekommen. Dass man Hunger schaffen will, damit die Menschen abhängig werden. Also wer gut folgt, kriegt was zu essen. Und wer nicht folgt, kriegt nichts zu essen. Das ist das Great Reset-Szenario von diesen. Eigentlich müsste der weg. Schwab, Rothschild, Schwager oder. Ja, ist nicht wichtig. Aber im amerikanischen Fernsehen ist es schon untergebracht. Wenn wir in dieser Linie weitergehen, dann haben wir eben diesen Hinweis, dass es nicht alleine ums Essen geht. Es geht auch darum, dass sie endlich ihre Agenda durchsetzen wollen und Kinder zur Ware machen. Die Kinder können dem Sex mit Erwachsenen zustimmen. Ja. Wenn du den Kindern 3 Tage nicht zu essen gibst, stimmen die jedem zu. Egal, was du willst. Ja. Aber sie ziehen es durch in dem Wissen, dass es nicht so kommt. Denn für viele Länder, in vielen Kulturen sind Kinder heilig. Und sie sind da schließlich unser Leben, was weitergeht. Und das Gute daran ist, dass wir erfahren, wer das alles unter Kontrolle hat und anfeuert und in der Öffentlichkeit finanziert. Auch Fox News bringt das. Die Rockefeller UN, ein Privatunternehmen der Illuminaten. Rockefeller ist zum Beispiel Grundstückseigentümer, Gebäudeeigentümer. Also die Firmen, die in der Welt existieren, 190, wollen mittlerweile, die finanzieren das Ganze über Miete und Beiträge. Deutschland zahlt sehr viel. Also wir sind Teil dieses Firmenimperiums Vereinte Nationen, die nicht nur Hunger und Sex in die Öffentlichkeit bringen, sondern auch die verhohene Bibelung des Sports. Ja, das ist eine wunderbare Nachricht. Schaut euch das mal an. Wie überhaupt jemand auf die Idee kommt. Ja? Aber es ist interessant, dass es das gibt. Hodenverletzungen im Frauensport gibt es seit 2000. Ich muss da nicht mehr sagen. Ja. Es ist schön, dass diese Agenda gleich mitgeliefert wird. Und dazu haben wir noch ein wunderschönes zweites Bild. Links haben wir die russische Kultur und rechts haben wir ein Denkmal in unserer Kolonie Holland. Ja, das ist doch eigentlich das Ende der Welt, aber die Bevölkerung interessiert es nicht, was sehr eigenartig ist. Was sie auch nicht interessiert, ist das Familienunternehmen, das Habeck sich gerade aufgebaut hat. Ist doch wunderbar. Ja. Habeck ist der Minister, der hat einen Staatssekretär, der heißt Greichen. Der hat einen Bruder, der ist im Öko-Institut. Das sind also die Leute, die die Studien für das Wirtschaftsministerium machen. Dieser Jakob hat eine Schwester, die mit im Öko-Institut ist und die ist verheiratet mit einem weiteren Staatssekretär. Passt doch, he? Das sind also 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.000 Mark im Monat, die eine Familie einkassiert. Finde ich gut. Das ist so eine Art Unternehmensgründung. In der Politik stört mich nicht, weil die ganze Politik sowieso Schwindel ist.
Gut, jetzt, wenn wir in der Politik sind, in der Welt sagt irgendjemand hier, ich glaube CDU, aber es ist egal welche Partei, sie sind alle ein Club. Die einfachste Weise, wie das Ende, das da in der Ukraine und die Agenda, die nicht mehr funktioniert, wenn jemand Putin umbringt. Das ist laut UN-Charta ein Grund zum Angriff auf diesen Staat, in dem das toleriert wird und in die Öffentlichkeit gebracht wird. Die Staatschefs darf man nicht angreifen. Aber es interessiert niemand, weil das Bildungsniveau dieser politischen Kaste genauso beschämend ist wie das der Medien, wo wir eine wunderbare im Locus, was heißt das, Fokus. Nach Baerbocks Besuch muss ich Diktator Xi neu sortieren. Erstens heißt er Hoheit, Kaiser von China. Und meine Favoritin, die hat dort so eine Wirkung hinterlassen, dass ich Xi neu sortieren muss. Steht in der Zeitung und die Leute lesen diese Zeitungen und bezahlen dafür, damit sie immer mal unterhalten werden, schlagen auch Linke und SPD, glaube ich. Ist egal, sind alle Linke. Wohnungstausch vor, ja. Die Senioren und Familien, die sollen kleinere Wohnräume nehmen, damit jetzt, sagen wir mal, unsere Flüchtlinge ordentlich untergebracht werden. Das stört aber auch niemanden. Die Bevölkerung reagiert relativ mäßig auf diese wunderbaren Nachrichten, die jeden Tag in der Zeitung stehen und in dem Fernsehen, dieses Zwangsgebührenfernsehen, also das, wenn du es nicht guckst, nee, nicht bezahlst, dann bist du ein ganz böser Mensch. Ja, es ist ja auch natürlich nicht richtig, ja. Wenn sie sich schon die Mühe geben, die Köpfe der Leute zu zerstören, dann muss es ja auch geguckt werden, ja. Sonst hat es ja keinen Sinn. Wenn man nicht weiß, was die bringen, dann wird man auch nicht gestört in seinem Gedankengang und in seinem Leben. Und deshalb nimmt man die alte Agenda. Wenn man für was bezahlt, muss man es auch gucken oder nutzen. Und das funktioniert. Die Masse macht das mit. Denkt jetzt nur nicht, dass die Medien allein blöd sind und die Politik und die Bevölkerung. Nein, wir haben mittlerweile hervorragende Unternehmer. Das gefällt mir, weil, oh Gott, das ist eine Nachricht. Niemand will meine Masken kaufen. Die teure Anlage steht still. Oh, der Mann tut mir leid. Nicht finanziell, sondern er muss irgendeinen Fehler in sich haben. Amerikanischer Gier nennt man das. Und wenn wir das Unternehmertum sehen, dann wissen wir auch, dass wie Deutschland aussehen wird, wenn sich die Bevölkerung nicht meldet. Das ist unsere Zukunft. Genießt es noch, weil ja auch das Gebäude noch irgendwann versteigert werden kann und für irgendeinen Zweck der Kabale umgenutzt wird.
ein noch besseres Bild habe ich gefunden, wie Deutschland aussehen wird und was Deutschland ist. Es ist ein wunderbares Bild. Das ist links ist unser Staat, ja? Unser Staatsgebiet, unsere Staatsmacht und unser Staatsvolk. Und das Staatsvolk wird gemolken. Und jetzt sind wir tatsächlich das, in dem Zustand, dass dieses Bild genau richtig ist. Es ist alles erklärt. Und wird so kommen, wenn sich niemand wehrt. Gott sei Dank haben wir eine Schutzmacht, die diesen Zustand aufrechterhalten will und das Ziel hat, Deutschland zu zerstören und Deutschland zu melken. Das nennt sich USA. Das ist aber die Firma, ja. Nicht die Republik der USA. Die haben ein kleines Problem. Wenn es in Russland wäre, dann würde ich sagen, besoffen. Hier kann ich jetzt natürlich nicht sehen, ob es Alk ist oder Kokain oder zu viel Chemtrails gekriegt. Oder die Schlümpfung. In der amerikanischen Armee ist ja genau noch wie in der Bundeswehr die sogenannte Impfpflicht, also die freiwillige Vergiftung, vorgesehen und Gesetz. Wenn du da nicht mitmachst, wirst du entlassen. Und so ein Bild ist der Zustand der amerikanischen Armee. Danke. Deutschland ist am Ende, die Amis sind am Ende, die Engländer sind am Ende. Die einzigen, die ein bisschen klug sind, sind die Franzosen. Die haben es geschnallt. Namaste. Ich möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen werden. Yeah.
Leben.